sagen, damit wir keine weitere Zeit verlieren, springen wir auch direkt rein. Und vielleicht, Sven, sagst du kurz ein, zwei Worte zu dir, bevor wir dann mit der Agenda loslegen. Ja, super. Genau, also Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Mein Name ist Herr Lindenhahn. Ich bin Strategy Advisor Team Lead bei Stuffbase. Vorher habe ich jahrelang, jahrzehntelang im Prinzip Intranets aufgebaut, Kollaborationsplattformen, Enterprise Social Networks und das auf verschiedenen Technologienbasis, Typo 3, Drupal, Jive, Confluence, ganz viel mit SharePoint. Und wir wollen heute auch ein bisschen davon berichten, von unseren Erfahrungswerten aus den letzten 15 Jahren und freue mich dabei zu sein. Also ganz viele Fragen stellen, auch viele Meinungen, die interessieren uns natürlich total. Wir sind total interessiert daran, was ihr darüber denkt, wie eure Erfahrungen sind. Ja, und das ist kurz zu meiner Person, Sebastian. Sehr gut. Mein Name ist Sebastian Hoff, ich bin auch Strategic Advisor bei Stuffbase, das heißt Intranet ist auch mein täglich Brot. Ich spreche jeden Tag mit Kunden, die vor Herausforderungen stehen, ein Intranet abzulösen, neues Intranet einzuführen. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, das auch immer noch in aller Munde ist, nämlich Social Intranets. Wie passt das Ganze eigentlich in diese ganzen Microsoft 365-Entwicklungen? Wir haben versucht, das in drei Akte zu gießen und so ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, wo kommt denn das Thema Social Intranet überhaupt her? Dann im zweiten Teil so ein bisschen die Gretchenfrage zu stellen, wo stehen wir eigentlich jetzt und wie geht es damit weiter? Und der dritte Teil darauf aufbauen, wie sieht es denn eigentlich für die interne Kommunikation in Zukunft aus? Und um Ihnen ein bisschen eine Einordnung zu geben, in welchem Segment eines Intranet-Projekts wir uns in dieser Session bewegen, haben wir das mal auf dieser Folie versucht zusammenzufassen. Also es gibt ja grundsätzlich erstmal diese Strategiephase. Das heißt, man überlegt sich, welche Intranet-Strategie brauche ich eigentlich? Frank hat das so schön mit Schaufensterbibliothek und so weiter zusammengefasst. Man sich überlegt, wie gehört das eigentlich bei uns alles zusammen? Was ist denn die Aufteilung, die wir brauchen? Und dann geht es ein bisschen in die Setup-Phase, wo es dann auch darum geht, welches Tool nutze ich dann am Ende für was? Wie baue ich das Ganze in dem Tool dann entsprechend auf? Wie integriere ich Tools ineinander? Und zum Schluss kommt dann der eigentliche Rollout und die, man kann das so strategische Wachstumsphase nennen, das heißt kontinuierliche Verbesserung, man entwickelt das Intranet immer weiter. Und wir bewegen uns in dieser Session hauptsächlich im Bereich Strategie. In der nachfolgenden Session, wo es dann darum wirklich geht, so Erfolgsfaktoren, wie mache ich ein gutes Intranet, die Sven und ich gemeinsam direkt im Anschluss machen, da geht es dann eher um das Setup. Aber Fokus für heute ist eher diese Anfangsgedankenphase und da fängt Sven jetzt an, einfach mal zurückzuwerfen, was sind denn die grundsätzlichen Ziele, die man sich gesteckt hat für Intranet-Projekte? Super, danke Sebastian. Man kann mich gut hören oder hoffentlich, wir hatten heute Probleme im Office, aber man hört mich, glaube ich, gut, ja? Ja. Okay, super. Okay, genau. Also grundsätzlich, und das will ich auf jeden Fall mal mitgeben, weil ich habe auch viele Intranets umgesetzt und habe auch danach mit die Kunden mit begleitet. Wichtig ist auch immer zu schauen, hat man seine Ziele erreicht? Es gibt natürlich unglaublich viele Ziele. Man definiert sich ja auch KPIs, wenn man so ein Intranet konzeptioniert und ausrollt. Man kann es aber zusammenschrumpfen auf zwei Hauptziele. Und die Hauptziele sind ganz wichtig für eine Retrospektive später, um zu gucken, hat man dann wirklich seine grundsätzlichen Ziele erreicht. Und ich habe es sehr vereinfacht dargestellt und sage, es gibt zwei Ziele, einmal aus dem IT-Bereich, nämlich die Effizienzsteigerung der Mitarbeiterinnen durch die Bereitstellung der perfekten Tools. Hier ganz wichtig, hier geht es nicht nur auch um die Endnutzerperspektive, sondern halt vor allem auch um die Perspektive derjenigen, die mit dem System arbeiten müssen. Das sollte man nie vergessen. Gerade dieser zweite Punkt wird oftmals sehr unterschätzt, gerade wenn man so auch im Bereich interne Kommunikation schaut oder auch Fachbereiche, die Inhalte bereitstellen müssen. Und das zweite Thema ist natürlich Ziel der internen Kommunikation mit den Mitteln, die man hat, mehr Reichweite zu erzeugen und natürlich auch mehr Relevanz für die interne Kommunikation. Und dann halt natürlich auch kommt man schnell in die Begriffe auch Employee Experience, Employee Engagement zu kommen, das heißt Resonanz zu erzeugen und halt auch ein Sounding Board zu generieren in der internen Kommunikation. Und warum ich das nur sage, ist es ganz wichtig, egal wie man jetzt, ob man ein Intranet hat, ein altes Intranet, ob man ein neues Intranet einführt, ob man im Prinzip guckt, wie ist denn der aktuelle Ist-Zustand, das sollte man zu jedem Zeitpunkt immer reflektieren und immer schauen, erreichen wir mit dem, was wir aktuell haben, unsere Ziele. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Grundlage. Und jetzt wollen wir nochmal gucken, okay, wie ist denn die Vergangenheit, der erste Akt? Und da haben wir natürlich überlegt, okay, es gibt viele Begriffe, Social Intranet, Digital Workplace. Was heißt das denn eigentlich? Und dann haben wir mit Sebastian Lange überlegt,
wie kann man denn doch ein relativ komplexeres Thema, was man halt oftmals auch mit einer IT besprechen muss, wie kann man das ein bisschen einfacher darstellen? Der Frank hat das ja gerade schon auch versucht, ein bisschen darzustellen und haben gesagt, das Beste ist einfach mal in die Vergangenheit zurückzublicken, auf unsere letzten Jahre, 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und das wollen wir jetzt mal ein bisschen gestalten. Ja, da gucken wir und springen jetzt einfach mal als erstes in das Jahr so circa 2010 zurück. Was war da eigentlich? Und da waren im Prinzip das, was Frank auch gerade ein bisschen angesprochen hat, da gab es schon immer Kommunikation und Informationen, das gab es schon immer. Das ist dann im Prinzip einfach in dem Jahr 2010 bis 2012 nochmal auf den nächsten Level gehoben worden. Da gab es ja die sogenannten Web 2.0-Anwendungen aus dem privaten Bereich. Das beste Beispiel dafür ist der Blog. Auf einmal haben alle davon gesprochen, so einen CEO-Blog einzuführen für die interne Kommunikation. Das war dann so das Next Level der internen Kommunikation. Was parallel da ein bisschen entstanden ist, das sehen wir hier gelb umrandet, ist das ganze Thema Kollaboration, Community, Wissensmanagement. Das war so in der Zeit auch 2010 bis 2013 und da gab es so einen One-Hit-Wonder-Begriff Enterprise 2.0. Wenn ich mal eine Kollegin von mir frage, kennst du eigentlich noch diesen Begriff Enterprise 2.0? Die ist eine andere Generation als ich, die kennt ihn gar nicht mehr. Ich bin da sehr geprägt gewesen. Also in der Zeit gab es keine Konferenz, kein Webinar, nichts in dem Bereich, wo nicht das Wort Enterprise 2.0 irgendwie genannt worden ist. Und das hat natürlich auch diese ganzen Themen Communities, Collaboration, Business Management extrem gefördert. Und was da passiert ist, es sind auch tolle Systeme entstanden, wie zum Beispiel ein Drupal-System, ein Confluence-System, ein Jive-System, eines der marktführenden Systeme im Bereich Enterprise Social Network aus Amerika, was halt auch sehr große Resonanz hat hier bei größeren Unternehmen in Deutschland. Das hat dazu geführt. Aber im Endeffekt hat man, sage ich jetzt mal, ist dieser Begriff heute nicht mehr bekannt. Und das liegt daran, dass dieser Begriff ein bisschen übergegangen ist, ein neues Konzept, wo man versucht hat, eigentlich diese drei Stränge auch wieder zusammenzuführen. Und dann hat sich natürlich etwas sehr stark etabliert und das nennt sich Social Intranet. Und das Social Intranet, was auch Frank gerade nochmal beschrieben hat, ist, hat genau versucht, diese drei Hauptszenarien abzubilden. Ich habe jetzt mir auch nochmal das genommen von Frank. Kommunikation, Information, dieses Schaufenster darzustellen, interne Kommunikation, Kollaboration irgendwie darzustellen und dann aber auch versuchen, Communities und Wissensmanagement zu machen. Und da war eine ganz, ganz klare Strategie halt, wir schaffen eine Plattform, die alles abdeckt. So habe ich früher auch sehr stark beraten. Und das hat aber drei größere Schwierigkeiten aus der Erfahrung, die wir nachträglich festgestellt haben. Gerade bei Unternehmen, die sehr heterogen aufgebaut sind, wo die Mitarbeiterstrukturen unterschiedlich sind, wo nicht alle im Office-Bereich arbeiten zum Beispiel, war es, das Social Intranet war sehr stark fokussiert auf Office-Worker. Die Intranet-Projekte sind sehr komplex gewesen, weil man halt ja versucht hat, halt ganz, ganz verschiedene Anwendungsfälle umzusetzen. Früher in der Zeit waren so Intranet-Projekte so anderthalb Jahre, das heißt vom Kickoff bis zur Einführung und dann geht ja eigentlich erst die Arbeit los. Und das hat dazu geführt, dass im Prinzip die Akzeptanz nicht so groß war von solchen Intranets. Und was dann halt nochmal festgestellt worden ist, dass es neben diesem Social Intranet natürlich Systeme gibt, die im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt des täglichen Arbeits sind für die Mitarbeiterinnen. Ja, das heißt, da sind dann halt zum Beispiel CRM-Systeme, ein SharePoint für die IT, ein Confluence, die sehr stark mit Confluence gearbeitet hat als Wiki-System. Dann gibt es natürlich gewisse Business-Applikationen für Business-Units und dann gab es natürlich auch zum Beispiel für HR, HR-Systeme aus den verschiedensten Anbietern, die es gibt. Ja, und das hat man eigentlich genannt, okay, der digitale Arbeitsplatz. Und damit hatte das Social Intranet auch zu kämpfen, weil im Prinzip das Social Intranet war sehr komplex, hat nicht alle Bedürfnisse erfüllt, hat an Akzeptanz gelitten. Wenn wir so jetzt auf Intranet-Konferenzen sehen, sind wir immer noch sehr überrascht, was so die Zahlen sind von solchen Social Intranets, wo wir überrascht sind, ja, das sind jetzt eigentlich keine guten Zahlen. Und das liegt halt auch ein bisschen daran, dass einfach die Mitarbeiterinnen ringsherum sehr viel aktiv unterwegs waren und es sehr komplex war, es war nicht personalisiert, es war nicht auf die Nutzergruppen ausgerichtet. Und jetzt große Frage, was ist denn dann passiert? Vielleicht hat jemand eine Idee und kann das mal im Chat schreiben, was man dann eigentlich versucht hat, diese Relevanz wieder in das Social Internet zu kommen. Vielleicht hat jemand eine Idee und schreibt das gerne mal in den Chat, was man dann halt versucht hat, mit dem Projektteam zu machen, damit man mehr Relevanz in das Social Internet bekommt. Gibt es da Ideen? Mal ganz offen gefragt. So, wenn man so zurückblickend guckt. Traut sich jemand? Noch keiner. Jetzt hatten wir direkt ein paar Intranet-Berater dabei, die lagen sofort richtig. Natürlich, die kennen das aus ihrer täglichen Arbeit immer noch. Ja. Teilweise auch leitgeprüft. Aber momentan gibt es keine Ideen. Dann okay. Sven, klär uns auf.
Die Idee war dann so, 2013 bis 2015 kam dann die Epochen der, ich würde sagen, man hat es genannt, Portallösungen. Ja, da gibt es so die Klassiker wie Library zum Beispiel, ja, die versucht haben dann mit dem Ansatz, wir bauen etwas und wir stellen was zur Verfügung und dann integrieren wir im Prinzip die wichtigsten Anwendungen, Ticketsysteme aus dem Jira und Confluence-System, aus dem HR-System, meine neuesten Tasks, versucht man dann halt über eine Portallösung zu bündeln mit den Informationen und Kommunikationsansätzen. Ja? Und das war dann so der Trend, wo man versucht hat, halt das miteinander zu verzahnen, um halt mehr Akzeptanz, um die Mitarbeiterin auf das Social Internet zu bekommen. Das hat natürlich auch wiederum dazu geführt, dass es sehr kompliziert geworden ist. Und kompliziert ist vielleicht, das eine ist die Technologie, das andere sind vor allem interne organisatorische Prozesse. So Freigabeprozesse, auf einmal auch vertrauliche Informationen, Sachen auf internen Rechnern sozusagen halt auch dort mit anzubieten. Und das hat es natürlich noch komplexer und komplizierter gemacht. Und hier, ich habe heute früh mal in der Vorbereitung geguckt, was habe ich eigentlich die letzten Jahre so gemacht. Und da hatte ich einen tollen Beitrag mal gefunden aus 2013. Da hatte ich früher mal ein VitusNet-Internet aufgebaut auf Drupal-Basis mit diesem Portalgedanken, wo man halt auch, was man nachlesen kann, das habe ich bei der SCM früher mal veröffentlicht in der Focus EK. Und da ist zum Beispiel genau das Thema. Man hat versucht, ein Internet aufzubauen mit Kollaboration, um das auch abzubilden. Und man hat natürlich auch die Enterprise 2.0-Funktionalitäten dort übernommen. Das ist genau aus dieser Epoche. Ja? Und das zeigt halt auch einfach, dass das genau die Zeit war von Social Intranets. Man bringt Enterprise 2.0-Funktionalitäten rein und dann kam auch noch diese ganze Portallösung. Und was hat man dann noch festgestellt, Sebastian, das ist auch ganz spannend, was halt auch Analysten aktuell heute in der Gegenwart feststellen. Zeige ich mal in der nächsten Folie. Ja, wir haben eine Folie mitgebracht, weil das Statement ist so schön einfach und klar. Es gibt so eine Aussage des Directors von Clearbox. Nobody starts from the same entry point. Es startet niemand am selben Eingangspunkt. Also diese zentralen Portallösungen haben zwar für eine kleine Mitarbeitergruppe wahrscheinlich ihre Daseinsberechtigung, die das auch nutzen, aber de facto sieht die Arbeitsrealität von vielen Mitarbeitenden einfach anders aus. Ich habe eine persönliche Erfahrung damit gemacht. Ich war eine Zeit lang für ein großes Industrieunternehmen als Prozessmanager unterwegs für alle Themen rund um Sales und Marketing und habe da eine mobile Plattform für Vertriebsmitarbeit eingeführt. Und das war eine Plattform, die lief auf einem iPad. Das heißt, die Kollegen mussten dann ihr Notebook gar nicht mehr verwenden und da war alles drin an Marketingmaterialien, das Ding hat eine CRM-Schnittstelle. Das heißt, die konnten ihren kompletten Arbeitsalltag damit komplett durchführen, haben auch die Kundenkommunikation darüber durchgeführt. Das hat dazu geführt, dass die Kollegen plötzlich überhaupt nicht mehr wussten, was passiert im Unternehmen, weil die haben nicht mehr ins Intranet schauen müssen. Die haben plötzlich nur noch mit dieser einen Plattform gearbeitet. Das war das Erste, was sie morgens aufgemacht haben und das Letzte, was sie abends geschlossen haben. Und dann musste sich plötzlich die Kommunikationsabteilung überlegen, wie bekommen wir die weiter informiert und haben dann angefangen, die relevanten News für diese Mitarbeitergruppe in diese Vertriebsplattform einzubauen, einfach um sicherzustellen, dass sie diese Mitarbeiter auch abholen. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, diesen zentralen Einstiegspunkt, den gibt es eigentlich nicht. De facto habe ich das letzte Intranet, das ich eingeführt habe, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, habe ich genau mit diesem Argument verkauft. Wir brauchen den zentralen Einstiegspunkt für alle Mitarbeiter. Das war nicht ganz richtig, aber das verkauft sich natürlich gut. Die Realität sieht aber ein bisschen anders aus. Und Sven, vielleicht erklärst du nochmal, warum ist das so, dass es diesen zentralen Einstiegspunkt nicht gibt? Genau. Und hier noch eine kleine Anekdote auch von mir. Ich habe früher 2010 Mockups gebaut und das ist mir schon ein bisschen unangenehm, aber es war die Zeit, da habe ich auch noch dran geglaubt. So, ich habe es immer gehört, diese Anfrage, wir möchten ein Outlook-Widget auf die Startseite. Ich möchte die neuesten E-Mails irgendwie auf die Startseite haben. Das höre ich heute immer noch, ne? Das ist erstaunlich. Und ich sage, das glaube ich nicht. Ja? Also, was bringt mir denn zum Beispiel so die letzten 5 abgeschnittenen E-Mails auf einer Startseite? Wenn ich sehr in der Outlook-Welt lebe, das war in meinem alten Beruf sehr stark so. Ich habe das Outlook geöffnet, bevor ich überhaupt das Internet geöffnet habe. Ja? Und das sind so Themen, wo man halt einfach auch gucken muss, wie macht man das? Sind das jetzt vielleicht 2%, die das vielleicht fragen? Und für den Rest ist es nicht relevant. Und das ist halt echt so ganz spannend zu sehen. Immer zu challengen, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich relevant für das, was ich, auch wenn ich die Startseite öffne, möchte ich das sehen? Bringt mir das einen Mehrwert? Oder ist es etwas, was eigentlich sowieso in einer ganz anderen Welt passiert? Und genau auf das, was Sebastian gerade meint, diese Zielgruppen. Ja, wir gucken wieder auf dieses Bild, ja, was da früher etabliert worden ist, 2000 bis 2015, 2016. Und dann hat man halt genau diese ganzen Zielgruppen
im Prinzip ein bisschen ignoriert, geguckt habe, wo sind denn die eigentlich jeden Tag unterwegs, was machen die eigentlich den ganzen Tag und was brauchen sie in welchem System. Dann kam noch hinzu, dass früher, ich habe selber Internets gebaut, auch die responsiv verfügbar waren aus dem Internet, aber halt über den Webbereich, um halt alle zu erreichen. Viele Internets, die ich aber auch gebaut habe, waren indirekt direkt für Office Worker. Das heißt, man hat eigentlich bei Unternehmen, die heterogen aufgestellt sind, wo also der Anteil von Mitarbeiterinnen mit nicht festen Arbeitsplatz, ja, im Englischen Non-Desk Worker, Blue Collar Worker, hat man oftmals ignoriert und hat komplett vergessen. Ja, das heißt, die hatten gar keinen digitalen Footprint im Prinzip in die interne Kommunikation, in das interne System. Und was hat das dann dazu geführt? Das ist auch spannend, ab 2015, ich meine, ist ja auch klar, warum dann zum Beispiel ganz viele Mitarbeiter-Apps entstanden sind. Clearbox hat das ja im Prinzip auch bestätigt, hat das erste Mal als Analysten, glaube ich, vor ein, zwei Jahren den ersten Mitarbeiter-Employee-App-Report rausgebracht. Auf einmal sind Mitarbeiter-Apps neben einem Social-Internet entstanden. Um halt einfach diese Lücke, die das Social-Internet hatte, nämlich das Erreichen der Non-Desk-Worker, zu schließen. Das ist dann meistens sehr oft parallel erfolgt, ja, dass man es einfach parallel eingeführt hat. Auf einmal war da viel mehr Bewegung in der Mitarbeiter-App im Vergleich zum Social-Internet. Und der zweite, ich sag's mal, Tool-Champion, was Frank heute früher auch im Prinzip erwähnt hat schon, ist natürlich der Microsoft Teams gewesen. Das hätte wahrscheinlich noch ein paar Jahre gedauert. Man sagt sich also die Anekdote, Microsoft wollte ja eigentlich auch Slack kaufen, hat nicht geklappt. Wir wissen, es ist bei Salesforce gelandet. Dann hat Microsoft angefangen, Teams selber aufzubauen. Und dann durch die Pandemie ist im Prinzip etwas, was vielleicht 5, 6 Jahre gedauert hätte, zack, auf einmal in 2 Jahren irgendwie zusammengeschrumpft worden und hat total alles überrollt, was im Bereich Kollaboration ist. Ja? Und ich glaube, wenn wir das Bild zusammenfassend sehen, würde mich jetzt immer interessieren, so meine 3 oder meine 2 Zusammenfassungspunkte ist, ich glaube, das ist ein Bild von Unternehmen, die ein bisschen größer aufgebaut sind, heterogen sind, die Internet haben, wo ich glaube, das würde man bei vielen Kunden so wiederfinden. Das ist das eine. Und das andere ist vor allem, das Social Internet war nie auf Zielgruppen ausgerichtet, leidet sehr stark an Akzeptanz. Und gerade bei Unternehmen, die heterogen aufgebaut sind, ist dieses Social Internet eigentlich so, ich würde sagen, ein fauler Kompromiss zwischen diesen 3 Hauptszenarien, Information, Kommunikation, Kollaboration und Business Management, weil man eigentlich keinen so richtig glücklich mit damit macht. Ich meine, in der Psychologie sagt man halt auch, Kompromisse ist eigentlich auch was Schlechtes, weil beide irgendwie einen Kompromiss eingehen müssen, denn es ist besser, wenn einer gewinnt. Das kann man übertragen so ein bisschen darauf hin. Das heißt, es ist ein fauler Kompromiss. Das heißt aber nicht, dass ein Social Internet jetzt nicht funktionieren würde. Das hängt echt von den Rahmenbedingungen von Unternehmen ab. Wenn ich ein kleineres Unternehmen bin, zum Beispiel, was nicht auf eine Microsoft-Strategie geht, wo die Mitarbeiterstruktur sehr homogen ist, dann kann das durchaus funktionieren. Sobald aber solche Parameter eine Rolle spielen, ist es einfach ein fauler Kompromiss, muss man sagen. Und jetzt kommen wir natürlich auf die Frage, was ist denn jetzt die Gretchenfrage? Ja, also jetzt, wie ist das denn heute? Und wir würden jetzt gerne auch mal die Frage stellen, wenn ihr ein Internet habt, sei es ein Social-Internet, sei es ein Pronto-Internet, was Frank früher gesagt hat, was mittlerweile schon etabliert ist, habt ihr das Gefühl, dass ihr eure Ziele, diese 2 Hauptziele, die ich am Anfang genannt habe, habt ihr das Gefühl, dass ihr diese Ziele mit eurem Internet erreicht habt? Das würde mich einfach mal interessieren. Das könnt ihr hier gerne mal in den Chat schreiben. Weil wir sehen natürlich jetzt eine Gefahr bei dem ganzen Thema, wenn man jetzt nicht agiert, wenn man jetzt nicht sich überlegt, wie sieht denn das Konzept in den nächsten Jahren aus, dann ist natürlich eine Gefahr da. Nämlich die Gefahr, dass die Internetkommunikation im Prinzip hat, ich sage jetzt mal plastisch gesehen, auf dem Pferd gesetzt, das Social Internet, macht auch total Sinn. Das war eine super Idee vor 10 Jahren. Wir sind da mitgelaufen, dachten eigentlich, jetzt erreichen wir alle Mitarbeiterinnen. Jetzt kommen aber parallel ganz viele andere Systeme, wo sich auf einmal die Mitarbeiter tagtäglich bewegen. Und jetzt natürlich die Gefahr da, dass das Social Internet an Bedeutung verliert und damit die interne Kommunikation ihre Heimat. Ja, und ich sehe hier gerade, hier kommen viele, die nicht bei uns, also viele bei uns auch nicht vollumfänglich, Blue-Color-Worker richtig zu integrieren. Ja, genau. Also viele sind unzufrieden. Und das ist halt ganz wichtig. Ja, das heißt, auch wenn man Internet eingeführt hat, man sollte sich regelmäßig eine Retrospektive machen und zu schauen, hat man dieses Ziel damit erreicht. Und diese Gefahr sehen wir ganz klar. Und was heißt das jetzt, Sebastian, für die Gegenwand? Ja, okay, wir haben es genannt, interne Kommunikation im Wunderland. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Genau, die große Frage, und ich hoffe, man hört mich, mein Audio macht irgendwie ein bisschen Spirit. Jetzt geht's wieder. Die große Frage ist, ist das eine Chance oder ist das ein Risiko? Diesen Wandel, den wir sehen, dass wir erkannt haben, eigentlich hat das nicht so richtig funktioniert, diese riesen Integrationsprozesse. Wir müssen das anders machen. Könnte natürlich auch ein Risiko sein. Wir sehen jetzt irgendwie Microsoft Teams da eine sehr bedeutende Rolle einnehmen.
Und das ist natürlich klassischerweise ein Tool, was in der Hand der IT liegt und weniger in der Hand der Kommunikation. Das heißt, ist es so, dass am Ende die Kommunikation wirklich ihre Heimat verliert und dann darum kämpfen muss, weiter gesehen zu werden? Oder ist es eher eine Chance, dass man sagt, die Kommunikation hat jetzt dadurch die Möglichkeit, viel näher an die Zielgruppen ranzuschauen? Was denken Sie? Vielleicht schreiben Sie das auch kurz in den Chat. Genau. Und dann schauen wir mal, was Sie denken und was unsere Meinung dazu ist. Meines Erachtens mit zwei Ausrufezeichen, ja. Okay, das ist sehr, sehr deutlich. Da kommt auch ein Beitrag, sehe ich gerade. Meines Erachtens ist das Social Internet nicht mehr nur eine Plattform, sondern ein Ökosystem mit verschiedenen Anwendungen. Sollte dann auch dann so gedacht werden, als weniger technisch, mehr konzeptionell. Richtig, ja, das sehen wir auch. Ja. Und betreuungsseitig, ja, das ist richtig. Das sehen wir auch so. Ich glaube, an dem Wording kann man ja diskutieren. Im Prinzip, ein Social Internet hat ja immer zwei Aspekte gehabt, wenn man es 10 Jahre zurückbringt. Der eine Aspekt ist, was ich gerade gezeigt hatte, diese drei Hauptszenarien zusammenzufassen. Das war aber ein sehr IT-getriebenes Thema. Man hat versucht, eine Technologie zu etablieren, die alles abdecken kann, aber sehr IT-getrieben. Und Comms ist dann halt immer mitgelaufen, würde ich sagen. SharePoint eingeführt, weil es ganz viele Vorteile hat. Und dann machen wir einfach die Kommunikationsfälle auch dort mit drüber. Deswegen sind auch viele Add-ons früher entstanden in dem Markt, um das halt auch ein bisschen zu optimieren. Und das andere Thema ist natürlich Social Internet, dieses Dialog auch zu fördern, im Prinzip ein Netzwerk aufzubauen etc., also ein Editor-Netzwerk. Das sind natürlich Themen, die kann es weiterhin auch etabliert und erhalten bleiben. Das ist, glaube ich, wichtig. Hängt auch von der Kultur ab. Aber das ist eigentlich schon richtig. Die beiden Aspekte muss man immer mit berücksichtigen. Management-Commitment sehe ich auch als richtig. Sehe ich auch. Management-Commitment ist ganz sehr wichtig für so ein Thema generell. Fokus auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Richtig. Okay, super. Also ich glaube, viele sehen, einer sagt auch eine Challenge. Klar ist es eine Challenge, ist immer eine Challenge. Wir persönlich glauben, schreiben Sie ruhig weiter oder schreibt ruhig weiter hier die Kommentare rein, was ihr so denkt, das gucken wir und Sebastian guckt auch drauf. Wir sehen das natürlich erstmal als Riesenchance für eine interne Kommunikation. Und warum sehen wir das als Chance? Wir glauben, wir sehen den Trend gerade, sehen wir auch an diesen Intranets, die erfolgreich sind, die zumindest auch zeigen mit den Zahlen, dass sie erfolgreich sind, dass im Prinzip sich das Konzept von Social Intranets auflöst. Damit meinen wir jetzt nicht diese Konzepte, die ich gerade angesprochen habe, zum Beispiel diese Web 2.0-Anwendung, wir machen jetzt mal Kommentare, wir haben so Social Walls, Blogs und so weiter, natürlich das nicht. Wir glauben aber, dass sich diese drei Einheiten ein bisschen auflösen. Was heißt das konkret? Das will ich kurz beschreiben. Frank hat es ja auch beschrieben, wir hatten ja im Prinzip diese drei Blöcke, Schaufenster, Bibliothek und Teamwork. Und hier habe ich auch mal ein paar Beispiele gebracht. Kommunikation und Information, das sind klassische Unternehmensnachrichten, das sind statische Informationsseiten, die jeder von uns wahrscheinlich kennt. Strategie 2025 ist für mich eine Pflichtinhalt, den muss jeder kennen und wissen. Klar sind die Interessen vielleicht ein bisschen unterschiedlich, nicht jeder liest sich auch den Unternehmensgeschäftsbericht durch, guckt sich vielleicht eher das Video an, manche gucken sich die 100 Seiten an. Das muss aber jeder wissen. Jeder muss auch wissen, wir haben eine Transformation und jeder muss wissen, wo geht die Reise mit dem Unternehmen hin, ja? Und auch welche Werte setzen wir halt auch. Klar, Mitarbeiterverzeichnis ist so der Klassiker, also ich möchte irgendwie so ein sehen, wer alles im Unternehmen arbeitet, auch was vielleicht, wenn ich einen Ansprechpartner suche und dann natürlich auch integrierte Prozesse für alle Mitarbeiter und da geht es auch schon los, so das ganze Thema, welches Service bietet man wirklich an. Es macht keinen Sinn, sehr tiefergehende Integration anzubieten für Services, die man vielleicht maximal einmal in seinem Arbeitszyklus nutzt, wenn man zum Beispiel das Unternehmen verlässt, ja, und man möchte jetzt ein Arbeitszeugnis haben. Dagegen gibt es natürlich Service wie, okay, die Mitarbeiter im Außenbereich müssen halt Zeit-Tracking machen, das machen die täglich. Wenn man die Chance hat, das irgendwie zu integrieren in eine mobile App, dann mache ich es natürlich, weil dann ist der Anreiz natürlich in die App reinzugehen schon mal groß und dann sehen sie halt auch die News. Das heißt, da muss man immer schon genau abwägen, welchen Mehrwert bringt diese Integration und wie groß ist die relevante Zielgruppe für diese Integration. Dann haben wir natürlich das Thema Kollaboration. Das sind so Teamchats, Teams, was man so kennt, Teamräume, was sich sehr etabliert hat im Bereich Office Worker, sind natürlich Konzeptionstools, ja, also sowas wie MyRoboard und Konzeptboard und so weiter. Das ist einfach durch die Remote-Arbeit und durch die Pandemie sehr stark geprägt worden und natürlich auch die Peer-to-Peer-Kommunikation, das heißt Chat-Kommunikation. Sebastian, hier, lass uns mal nachher nochmal kurz sprechen über die Präsentation morgen, die wir machen, der Klassiker. Und dann haben wir natürlich das ganze Thema Business-Management und Prozesse, also wirklich business-relevante Prozesse. Ich als Einkäufer, wenn ich als Einkäufer bin, tätig bin in einem Unternehmen, muss halt wissen, wie ich den Einkaufsprozess abhandeln muss. Ich als Mitarbeiter muss mich darüber informieren können, muss wissen, wer mir da helfen kann bei dem Thema. Das ist sehr spezielles Business-Prozesse wissen und dann halt auch spezielles Business-Management. Also zum Beispiel der Klassiker, ich kenne kaum ein großes Unternehmen, wo nicht auch irgendwo ein kleines Confluence irgendwo
verankert ist, entweder ganz klein oder ganz groß, allein schon als Wissensdatenbank für die interne IT, um zum Beispiel die Informationsarchitektur der IT-Landschaft eines Unternehmens darzustellen. Ja, das sind so Wissen, das ist gut, dass die es haben, das brauchen die halt auch, das sind sehr spezielle Wissen. Ich als Mitarbeiter muss vor allem wissen, okay, wie kriege ich ein neues Laptop, wenn ich ein IT-Problem habe, an wem muss ich wenden, wo muss ich ein Ticket einstellen, etc. Ja? Und was wir meinen mit auflösen ist, dieses Kollaboration, das wird sich mehr und mehr verlagern Richtung Microsoft Teams. 95-98% gehen diese Richtung. Viele starten erstmal mit Teams auch nur als Peer-to-Peer-Kommunikation und tatsächlich eigentlich als Videofunktionalität. Also die Unternehmen, die Teams eingeführt haben, schöpfen das Potenzial von Teams noch gar nicht aus. Da sind wir erst ganz am Anfang. Ist auch ein größerer Change-Prozess, würde ich mal behaupten. Aber das wandert sozusagen in diesen digitalen Arbeitsplatz. Dieses Wissensmanagement und Prozesse auch, weil das ist halt immer ein spezielles Thema, was nur eine spezielle Nutzergruppe benötigt. Das heißt, das wird auch Teil vom digitalen Arbeitsplatz. Und Kommunikation und Information ist im Prinzip das, was aber alle interessiert. Sei es der Office-Worker, sei es der Non-Desk-Worker, sei es der Mitarbeiter in der Telekom-Filiale da unten in Dresden oder sei es im Prinzip der Office-Mitarbeiter, der das Telekom-Internet betreut oder halt der Manager, der im Prinzip den Außendienst betreut. Ja, das heißt, die haben alle Interesse für diese interne Kommunikation und Information. Und deswegen ist aus unserer Sicht das auch komplett klar und auch dieser Trend relativ klar absehbar, dass Kollaboration und Wissensmanagement sich ein bisschen in den digitalen Arbeitsplatz verlagert und dass Kommunikation und Information halt eine neue Heimat braucht. Ja? Und das Gute ist, diese neue Heimat ist dann, was wir glauben halt, was wir halt sehen, was ja auch Gartner und Forrester sehen, dieses Front-End-Intranet. Ja? Das heißt, man fokussiert sich wieder auf das Wesentliche, nämlich auf Information und Kommunikation für alle, was für alle auch erreichbar ist, wo man auch einen Dialog fördern kann mit ganz tollen Inhaltsformaten, was auch mobil verfügbar ist. Also ich würde behaupten, die zwei Must-Have-Mindestens-Anforderungen sind im Prinzip, ich muss es im Desktop erreichen können, als auch über die mobile App, vollumfänglich. Und das ist auch ganz wichtig, es entspricht den Bedürfnissen auch für die interne Kommunikation. Das heißt, es muss ein Redaktionssystem sein, was leicht zu bedienen ist, nicht nur für, ich sage jetzt mal, Unternehmenskommunikation, sondern auch für dezentrale Kommunikation in den Ländern, in den Standorten, in den Geschäftsbereichen oder halt auch von Corporate Units und Business Units. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das heißt, damit hat man eigentlich auch eine Chance zu sagen, wir fokussieren wieder auf das Wesentliche. Ich höre oft Diskussionen mit Kunden, mit Unternehmen, die sagen, was wir jetzt haben, ist eine SharePoint-Welt, meistens noch etwas on-premise, also fest installiert im eigenen Rechenzentrum. Und wir haben ganz viele SharePoint-Team-Sites, wir haben ganz viele andere Sites, die machen da ganz viel, wir haben da gar keine Hoheit drüber. Dann würde ich erstmal sagen, ja, verstehe ich, ist ein Problem, wird aber noch mehr werden. Ja, es war noch nie so einfach, mit Microsoft 365 einen Teams-Raum aufzumachen. Es war noch nie so einfach, jemand extern einzuladen, wenn man ein Projekt mit einem Dienstleister macht. Es war noch nie so einfach, eine SharePoint-Team-Sites aufzumachen. Das wird mehr werden. Und umso wichtiger ist es eigentlich für die interne Kommunikation, auch für eine IT, hier eine klare Governance zu definieren, zu sagen, okay, wir entziehen dem Thema, der Microsoft- und SharePoint-Welt vielleicht gegebenenfalls dieses Frontdoor-Thema, das heißt Kommunikation und Information für alle, natürlich segmentiert, nehmen das raus, haben dort darüber die Hoheit und dann werden natürlich kleinere Insellösungen entstehen. Das ist aber auch gar nicht, was eine interne Kommunikation in der Hoheit haben und verantworten sollte. Weil, und das sind so vielleicht 3D-Druckerinformationen, die der Spezialist haben muss, mit denen die auch den 3D-Drucker benutzen. Das muss nicht Teil vom Fronto-Internet sein, sondern das ist halt irgendwo im SharePoint, im Confluence oder in anderen Systemen. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie passt das denn jetzt aber auch zum digitalen Arbeitsplatz? Und das will ich hier auch nochmal ganz kurz veranschaulichen. Die Zielgruppen, ja, deswegen habe ich es auch bewusst jetzt hier mal ein bisschen näher an den digitalen Arbeitsplatz gerückt. Die Zielgruppen und die Systeme, die man verwendet, die täglichen Applikationen, also Teil des digitalen Arbeitsplatzes, die rücken näher an die Zielgruppen, die richten sich viel mehr an die Zielgruppen aus. Also ein Beispiel war mit Sebastian mal, wir sind noch sehr stark auf G Suite gesetzt und teilweise halt auch Jamboard im Einsatz. Das ist ein Tool von Google für auch Content Boards, super eingeschränkt. Ja. Sebastian, das Team war nicht wirklich happy, ja. Wir wollen ja so Online-Workshops machen. Was haben wir dann halt gemacht? Wir haben Miro eingeführt, das kostet natürlich Geld, aber es hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten und von heute auf morgen waren auf einmal unglaublich tolle Miro-Boards da. Ja, Sebastian, ich weiß nicht, was du, aber ich glaube, das war so ein Aha-Erlebnis, ja. Und das ist das, was wir meinen. Das heißt, es rückt näher an die Bedürfnisse der Zielgruppen, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut.
Das kollidiert so ein bisschen mit den Zielen der IT, die Systemlandschaft so klein wie möglich zu halten. Auch das ist was sich aus unserer Sicht ändern wird. Also natürlich wird es weiter die strategischen Anbieter geben. Das ist dann so eine Entscheidung, arbeite ich jetzt auf einer Microsoft-Suite oder arbeite ich auf einer anderen Suite? Nutze ich für Kollaboration jetzt Teams oder nutze ich dafür Slack? Aber es wird immer Zielgruppen geben in Unternehmen, die spezielle Anforderungen haben, die in diesen Suiten nicht abgedeckt sind, die spezielle Tools brauchen. Und das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass man diesen zentralen Anlaufpunkt hat, wo bestimmte Dinge zusammenlaufen aus Sachen Kommunikationssicht. Genau. Und was dann da noch passiert ist, jetzt habe ich hier auch so eine Zeile gedrückt. Und dann, wenn wir jetzt gucken, wie passt das Frontend, da sehen wir das Frontend-Internet. Und das Frontend-Internet ist halt auch Teil des digitalen Arbeitsplatzes. Deswegen ist es auch wichtig für mich, wenn man so ein Projekt angeht, das kann getrieben werden durch die interne Kommunikation, das sollte aber in Abstimmung mit den wichtigsten Stakeholdern passieren, nämlich in der IT. Und in der IT ist eigentlich auch oftmals, sollte auch das Positive darin sehen, das heißt, sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren mit den ganzen Business-Applikationen, mit dem SharePoint und Teams-Rollout, mit dem ganzen Governance-Thema. Da gibt es auch noch ganz schön viel zu tun. Das ist auch, glaube ich, ein Prozess, da fangen wir ja gerade erst an, Teams und Microsoft wirklich zu nutzen. Microsoft hat ja ein unglaublich tolles Portfolio, wo man halt auch verschiedene Sachen hier abdecken kann, was wir hier sehen, wie zum Beispiel CRM und so weiter und Business-Applikation Power Automate. Da gibt es echt viel zu tun. Das Schöne ist, man kann das Thema Internet ein bisschen entkoppeln, kann die halt auch ein bisschen der internen Kommunikation geben, den Editoren, und hat damit auch ein bisschen Zeit für was anderes. Das muss aber natürlich definitiv in Abstimmung auch dann mit IT passieren, ganz klar. Und ein wichtiger Stakeholder auch ganz klar HR, Personal. Also Personal ist immer so ein bisschen manchmal unterpräsentiert aus meiner Erfahrung in so einem Internetprojekt, haben aber eigentlich die meisten tollsten Inhalte für unsere Mitarbeiterinnen. Benefit-Vorteile, Bike-Leasing, Pensionsansprüche. Also die haben so viele tolle Inhalte, meistens aber überhaupt nicht präsent, gerade bei den Non-Disclosure, und die müssen halt auch irgendwie unbedingt an Bord geholt werden, weil das sind natürlich Sachen, also die interessieren die Mitarbeiterinnen. Toll hier, Bike-Leasing, ja klar, wo kriege ich Informationen darüber, ja. Wenn man dann halt natürlich noch irgendwie Social Walls anbietet, wo man die Frage stellen kann, wenn man es halt nicht direkt gefunden hat, perfekt. Ne? Dann natürlich aber segmentiert, haben wir auch aufgehört. Man will natürlich die Benefits, die Mitarbeiterinnen in Deutschland haben, nicht den Amerikanern zeigen zum Beispiel, weil sie sind vielleicht ein bisschen neidisch, sind halt verschiedene Märkte. Das ist halt ganz wichtig, glaube ich. Deswegen ganz wichtig im Dreiklang. Und was dann halt auch nochmal wichtig ist bei digitalen Arbeitsplatz, wir haben ja festgestellt, viel passiert in anderen Systemen. Und deswegen muss die interne Kommunikation auch mit diesem Frontend sicherstellen, dass man trotzdem auch präsent ist in den anderen wichtigen Systemen. Das kann natürlich ganz klar das Team sein. Die Office-Worker werden wahrscheinlich morgens parallel zum Outlook Teams-App öffnen. Und wenn man halt natürlich in der Teams-App auch schon die neuesten News sieht vom CEO oder zur Strategie 2025, das ist natürlich echt Gold wert. Dann müssen Sie das System nicht verlassen, in den Browser gehen, sondern Sie können es auch dort konsumieren. Klar, Mitarbeiter-App ist für mich, hatte ich ja gesagt, sowieso eine Muss-Anforderung. So muss das funktionieren. Genau. So, und da war auch eine Frage, kann man auch, also das ist jetzt wieder Stackbase bezogen, aber ich will es trotzdem kurz beantworten, mit 250 Mitarbeitern einrollen. Einführen, ja, mein Kunde, den ich mal eingeführt habe vor 5 Jahren, war Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, 100% IT. Da gibt's keine Einschränkungen. Das macht total Sinn. Es hängt einfach von dem Konstrukt des Unternehmens ab. Aber wie gesagt, das, was wir heute erzählen, ist auch unabhängig von Staffbase. Das ist einfach ein Konzept, was wir glauben. Wir glauben einfach, dass Pronto-Internet das neue Konzept von Social-Internet ist. Und dann hier vielleicht auch nochmal die letzten 3 Punkte zusammen. Wo hast von dir da, Sebastian, was hier so die wichtigsten Punkte sind? Ja, genau. Wir sind auch am Ende der Zeit angekommen. Wir haben noch 2 Minuten, beziehungsweise noch 7 Minuten bis zur nächsten Session. Deswegen drei Learnings als Zusammenfassung, bevor wir zum Abschluss kommen. Das erste Thema hat Sven ausführlich erklärt. Social Intranet wird eher weniger präsent sein in Zukunft. Stattdessen kommt dieses Thema Frontdoor Intranet mehr in den Fokus. Hat man auch heute Morgen direkt bei Frank schon gesehen, dass das Thema Frontdoor Intranet eine sehr gute Ergänzung ist. Egal wie groß meine Intranet-Landschaft ist, ob ich jetzt eine riesen SharePoint-Landschaft oder eine andere Intranet-Landschaft im Hintergrund habe, ein Frontdoor Intranet als dieser leichtgewichtige Einstieg macht auf jeden Fall Sinn. Der zweite Punkt, interne Kommunikation muss dahin gehen, wo die Mitarbeitenden sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Mitarbeitenden, die zum Beispiel jetzt keinen PC-Zugang haben, die dann primär auf einer Mitarbeiter-App unterwegs sind, die brauchen Kommunikation genauso wie die ganzen Office-Worker.
Und wichtig ist, dass die Interaktion aber auf einer gemeinsamen Plattform erfolgen muss, weil es macht keinen Sinn, zu sagen, die Produktionsmitarbeiter oder die Logistikmitarbeiter, die die Mitarbeiter-App nutzen, die können sich untereinander austauschen, aber sind losgelöst von den Office-Kollegen. Nein, es müsste ja so sein, dass wenn es einen Beitrag der internen Kommunikation gibt, dass alle Mitarbeitenden daran teilhaben können, kommentieren können, liken können. Und deswegen braucht es dieses zentrale System, was das ermöglicht, dass diese Touchpoints zusammenbringt, aber auch wieder die Interaktion nach außen bringt. Das heißt, die Mitarbeitenden wirklich miteinander vernetzen. Und am Ende braucht die IK eben ein System, was diese Anforderungen erfüllt und was sie auch eigenständig verwalten kann. Weil wenn wir uns Microsoft Teams anschauen, wie gesagt, das ist meistens ein IT-Tool. Das kann eine Kommunikation nicht eigenständig verwalten. Das heißt, es braucht auf jeden Fall aus unserer Sicht eine zentrale Plattform für die interne Kommunikation, die es ihnen ermöglicht, den kompletten Redaktionsprozess von der Planung über die Erstellung von Inhalten bis zur am Ende auch Analyse, wo wird was gelesen, wie viel Engagement passiert, auf welchem Kanal. Eine Plattform, die alle diese Prozessschritte der Wertschöpfungskette der internen Kommunikation abbildet, ist aus unserer Sicht ein Must-Have und einer der großen Trends, den wir auch gerade sehen. Aber wenn wir über große Trends sprechen, Sven, du hast jetzt viel erzählt, wie sich das Ganze wandelt. Wir haben noch ein Beispiel dabei, das uns vermehrt auffällt, das wir einfach noch so ein bisschen als Warnung mitgeben möchten. Genau. Ich erlebe gerade so ein Déjà-vu. Also ich bin ein und das Déjà-vu ist, ich habe ja gerade erklärt, ich habe früher selber Digital Internet aufgebaut, habe das mit Typo 3, Drupal, Jive, SharePoint gemacht. Und es hat sich einfach gezeigt in den letzten Jahren, dass das, was da eine gute Idee eigentlich nicht funktioniert hat. Was wir gerade so ein bisschen erleben, und das ist spannend, und ich bin ein großer Fan von Microsoft Teams. Ich habe Microsoft Teams das erste Mal vor ein paar Jahren gestartet, da habe ich es gleich wieder ausgemacht, das war noch nicht reif. Das ist mittlerweile so gut geworden, so toll, ist noch lange nicht ausgereicht, haben noch ein paar Issues, würde ich mal sagen, ein paar Probleme, so gerade Integration mit die andere Microsoft-Welt. Aber Microsoft Teams ist echt ein tolles Tool. Ne? Früher habe ich Partnerportale gebaut, um extern auf Internet draufzulassen. Das ist super toll. Teams ist wirklich toll. Und das ist für die Kollaboration der Dreh- und Angelpunkt. Aber was wir gerade so erleben ist, was spannend ist, wir sagen, Social Internet funktioniert nicht. Und was aber jetzt manche echt wirklich versuchen, und das kann schon klappen unter ganz gewissen Parametern, kleinere Unternehmen, sehr homogen, aber sobald irgendwas ein bisschen größer wird, auch das kann auch mit 200 Mitarbeiterinnen sein. Das Thema ist, man versucht gerade mit Teams genau dasselbe zu machen. Und da wäre ich vorsichtig, das würde ich einfach wirklich mit der IT gemeinsam an ihrer Stelle auch diskutieren. Macht das wirklich Sinn? Weil unabhängig davon, ob es jetzt ein Kommunikationstool ist, was es definitiv nicht ist aus meiner Sicht, für redaktionierte Kommunikation, es ist auch ein unglaubliches Grundrauschen in Teams vorhanden. Ich als Office-Mitarbeiter, viele Kollaborationen, kriege ganz viele Push-Nachrichten aus der Peer-to-Peer-Kommunikation, aus der Zusammenarbeit. Und das zu vermischen mit verbindlicher Kommunikation aus der internen Kommunikation ist sehr gefährlich. Und ich glaube, gefühlt ist gerade ein Déjà-vu und wir beobachten das sehr intensiv. Wir reden mit vielen Analysten, wir reden mit vielen Kunden, auch mit Beratern. Und das ist gerade so ein Déjà-vu, was ich gerade erlebe vor 10 Jahren und jetzt wieder. Da würde ich mir genau anschauen und deswegen ist diese Strategiephase, die Sebastian am Anfang gebracht hat, sehr, sehr wichtig. Also darüber sollte man sich Gedanken machen. Kann Microsoft Teams wirklich das, was wir vorhaben mit einem Front-Door-Internet-Ansatz-Konzept auch wirklich umsetzen oder nicht? Und das sollte man wirklich berücksichtigen. Das wollten wir bloß nochmal als Takeaway mitgeben. Ja, und ich stecke da immer wieder ein Déjà-vu. Gibt es vielleicht noch Fragen, Meinungen? Wir sind, glaube ich, am Ende, Sebastian, dass wir auch noch kurz Kaffee holen können für die nächste Runde. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wir stehen natürlich auch noch zur Verfügung. Gerne auch nochmal hier reinschreiben, wie Ihre Meinung dazu ist, was Sie noch darüber denken, gerade mit Teams und Déjà-vu. Das würde mich auch mal wieder interessieren. Und dann sagen wir, glaube ich, danke, Sebastian, oder?